Lieber Fritz, herzlichen Dank für die liebe Begrüßung und für die Einladung. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, verehrte Gäste, wenn ich heute am Aschermittwoch nicht vor Ihnen, sondern vor den Grünen sprechen würde, dann müsste ich meine Begrüßung jetzt noch um den Zusatz ergänzen. Herzlich willkommen, liebe Ganzjahresnärrinnen und Narren. Wir leben ja in bewegten Zeiten. Man weiß gerade bei der CDU nicht, wer tritt zurück, wer wird zurückgetreten, wer kommt neu, wer tritt wem auf die Füße beim Gerangel um den Parteivorsitz. Wer wird Kanzlerkandidat? Gar der Söder? Aber der müsste dann ja CDU-Vorsitzender werden, weil Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur ja wieder in einer Hand liegen sollen. Ein geschickter Schachzug der CDU, über den sich der fränkische Marco Söder, der selbstverliebte, ungekrönte König von Nürnberg, mächtig ärgert. Noch mehr regt er sich nur über die AfD auf, weil wir im Wahlkampf trotz Antifa und Wirtebedrohung unkaputtbar sind. Da ist der Söder sauer auf unsere Erfolge durch die 6 Millionen Wähler bundesweit, von denen 1 Million ja hier aus Bayern kommt. Und Gipfel der Unverschämtheit dieser AfD, Zehntausende von unseren Wählern hatten vorher lange CSU gewählt oder waren dort über viele Jahre Mitglied, als die Partei noch den politischen Anspruch von Franz Josef Strauß hatte, wie ich, oder waren damals sogar gewählte Volksvertreter, wie ich im Münchner Stadtrat. In Hamburg haben sich unsere Gegner zu früh gefreut, am Abend der Bürgerschaftswahl. Von wegen, sie hätten uns aus dem Rathaus gejagt. Um 18 Uhr hatten wir angeblich 4,7%. Um 21 Uhr ergab die Auszählung stabile 5,3%. Katzenjammer in den Fernsehstudios, aufatmen bei der AfD. Meinen Glückwunsch an unsere Freunde in der Hansestadt. Die AfD bleibt fast unverändert stark in dem rot-grünen Rathaus, denn sie hat mit 214.000 Stimmen genauso viele bekommen wie bei der vorherigen Wahl. Linksextreme, Altparteien und der größte Teil der Presse haben im Hamburger Wahlkampf kübelweise Jauche über die AfD gegossen. Sie haben uns diffamiert, als Nazis und Faschisten hingestellt und in volksverhetzender Weise eine Mitschuld am Amoklauf in Passau unterstellt. In Hanau unterstellt. Doch viel Feind, viel Ehr. Unsere Hamburger Parteifreunde haben es trotzdem geschafft, zumindest ein kleines Bollwerk konservativ-bürgerlichen Menschenverstands im Stadtstaat zu erhalten. Das gibt uns zusätzlich Motivationsschub für unsere Kommunalwahl hier, denn gerade auch, weil wir es auch nicht unbedingt wirklich leichter haben als die Freunde in Hamburg. In München gab es zwar noch keine G20-Krawalle wie in Hamburg, aber auch hier tummelt sich eine heimtückische Antifa-Szene, die mal vermummt Farbbeutel wirft und mal unvermummt Stasi-artige Spitzelarbeit für die linke Szene leistet, die im Netz Diffamierungen und sogar Wohnortadressen veröffentlicht. Zum Dank gibt es dann Förderknete aus dem Etat vom SPD-Oberbürgermeister, dem roten apokalyptischen Reiter der Münchner Demokratie. Es wird Zeit, diesen Mann am 15. März in den unverdienten Ruhestand zu schicken.
Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Hamburg und München. Auch wir in München sind eine Millionenstadt mit starker Wirtschaft, verstopften Straßen und horrenden Mieten. Aber auch München wird unter dem zunehmenden Einfluss der Grünen zu leiden haben. Ich lasse meiner Fantasie mal freien Lauf, was das künftig bedeuten könnte. Tempo 30 auf dem einspurigen mittleren Ring. Die Theresienwiese wird zum begrünten Öko-Erlebnispark umgestaltet und Schauplatz von Großereignissen fremder Kulturen. Das dort angestammte Oktoberfest mit seinen ungesunden Lebensmitteln in fester und flüssiger Form wird auf das Messegelände verbannt und die Altstadt wird zum Fußgängerbiotop. Ganze Stadtbezirke feiern klimaneutrale Dauerstraßenfeste, wo man mit Gretas Segen auch im Winter ohne Heizung im vegetarischen Kichererbsen-Curry oder Tofu stochert und sich im Vorgriff auf eine Drogenfreigabe lässig eine Tüte dreht. Die Häuser verfallen unter dem Mietendeckel, BMW produziert nur noch Elektrofahrräder unter bewaldeten Fabrikdächern und Schwarzfahren war gestern, weil Bus und Bahn mit Nulltarif scheinbar umsonst sind. Willkommen in Utopia. Ja, die Grünen, was ist aus denen nur geworden? Eine Partei für die Reichen, wie früher die FDP. Aber mit heißer Migrantenliebe, Elektorat und gewaltfrei gestrickten Pullovern. Wo grüne Mütter ihre anti-autoritär erzogenen Nachwuchs im Hybrid-Geländewagen zur Kita chauffieren und danach mit dem Latte Macchiato neben dem Apple Laptop die neuesten Hasskommentare gegen die AfD in die Tastatur hauen. Wir leben wieder in politisch bewegten Zeiten. Dank uns, dank der AfD. Unsere Gegner und deren Wählermilieus ärgern sich darüber ganz gewaltig. In Thüringen hat die AfD mit geschickter Taktik gezeigt, was man als 25% Opposition bewegen kann. Erst gibt FDP-Mann Kemmerich versehentlich sein Ja-Wort als Ministerpräsident und die Linken werfen ihm Blumen zu Füßen. Dann wird er zurückgetreten. Erst er von der Kanzlerin und danach auch noch CDU-Landeschef Mike Moring. Der nächste umfallende Dominostein ist AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die wollte auf einmal nichts mehr sein. Keine CDU-Bundeskanzlerin, nicht die nächste Bundesvorsitzende, nicht die nächste Bundeskanzlerin. Und Verteidigungsministerin ist sie nur noch auf Bitten der Kanzlerin, wie sie untertänigst verkündete, weil sie ja sowieso nur Lückenfüllerin ist, für eine nach Brüssel entschwundene Lady. Pech für die Union. Hier gehen die Nachwuchsfrauen aus. Christina Schröder, weg. Annette Schavan, weg. Uschi von der Leyen, weg nach Brüssel. Dafür drei Testosteron-Politiker, die alle Kanzler können wollen. Laschet, der gute Laune-Onkel aus dem Rheinland, die Jecken lassen grüßen. Merz, der als verbissener Politrückkehrer für seinen bisherigen Arbeitgeber die US-Finanzheuschrecke BlackRock Cheflobbyist im Kanzleramt werden soll und Röttgen, der als einst gefeuerter Minister mit der Kanzlerin noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Kurzum, die CDU hat nur drei Ladenhüter im Regal und einen zögerlichen CSU-Joker namens Söder. Insgesamt also vier nasse Knallfrösche. Neben den Grünen sind vor allem Politiker der Linkspartei Dauergast in Talkshows und sagen sondern täglich besorgte Statements gegen rechts als O-Ton in Tagesschau und Heute-Journal ab. Für wen sollten sich grüne Redakteure und linke Moderatoren auch sonst interessieren? Bei allem AfD-Bashing hat der Spiegel im neuesten Heft auf zwei Seiten die Linke kritisch zum Thema gemacht und gefragt,
Ist sie heute eine normale Partei oder eine Gefahr für die Demokratie? Für mich und uns von der AfD ist die Antwort klar. Wer andere im politischen Wettbewerb durch Gewaltandrohung der Antifa-Wehrsportgruppen mundtot machen will, der gefährdet die Demokratie nicht nur, der demontiert sie. Ein glasklarer Fall für den Verfassungsschutz. Ja. Nicht die AfD. Die Linke will einen anderen Staat, ein anderes System, Sozialismus, Planwirtschaft, Meinungsdiktatur, statt sozialer Marktwirtschaft und freier Debattenkultur. Daher sind die Linken sozusagen unser Erzfeind und die Grünen unser Hauptgegner in der politischen Auseinandersetzung. Über CDU und SPD müssen wir uns immer weniger Gedanken machen. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind, wer sie führt und wofür sie stehen. Sie sind die Politdinosaurier von vorgestern und haben bald mehr Restmitglieder als Wähler. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt auf der Reise in die Bedeutungslosigkeit und verabschieden Sie zum Ende der Faschingszeit mit einem dreifach donnernden Hilau. Uns aber, mit klarem Geist im Kopf und mit dem freien Wort im Munde, gehört die Zukunft. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.